Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die nächste Fragerunde steht uns bevor, doch jetzt geht es erst einmal zur Ernennung des Formel-1-Fans der Woche. Das ist dieses Mal der Schleo. Er hat mir Folgendes zukommen lassen. Ein ferngesteuerter SF70H, eine Ferrari-Kappe sowie ein Ferrari-T-Shirt aus dem Jahre 2002 und eine Büchersammlung. Er schreibt, dass er seit 3 Jahren Formel-1 bzw. Ferrari-Fan ist und die Ferrari-Kappe in Italien gekauft hat. Danke für die Bilder und wenn du auch mal Formel-1-Fan des Monats bei mir werden möchtest, dann schick mir mindestens 3 hochauflösende Bilder von deiner Formel-1-Sammlung und einen kleinen Text als Privatnachricht auf meinen Discord. Link oben in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1 kommt von Khan. Hashtag frag Mike, glaubst du, dass der chinesische Grand Prix ausfällt wegen dem zurzeit dort ausbrechenden Coronavirus? Am 23. Januar kam aus China eine Meldung, dass die Föderation des Automobil- und Motorradsports der Volksrepublik China sämtliche Rennen bis April abgesagt hat. Am selben Tag wurde diese Meldung widerrufen. Nach dem Stand vom Donnerstag sind über 8000 Menschen infiziert. Der Erreger kommt wohl von einem Lebensmittelmarkt, der Fisch, Meeresfrüchte als auch exotische Tiere verkauft. Das Viruserbgut könnte die Fledermaus sein. Knapp 200 Menschen sind bisher daran gestorben. Es kann also gut möglich sein, dass der China Grand Prix 2020 nicht stattfindet und einen Ersatztermin wird es auch nicht geben. Stand jetzt heißt es, dass man die Situation weiterhin beobachtet. Aber auch die Formel E ist betroffen, denn am 21. März ist der Sanya-E-Prix angesetzt. Das Außenministerium von Großbritannien hat am Mittwoch davon abgeraten, nach China zu fliegen. Frage 2 kommt von Katze. Hashtag frag Mike, er stellt mir gleich 3 Fragen auf einmal. Erstens, was passiert im Boliden alles während eines Schaltvorgangs? Zweitens, wie lange dauert so ein Schaltvorgang? Drittens, wer denkst du oder welches Team denkst du wird in dieser Saison der Underdog sein, der punktet? PS, danke für jedes deiner Videos und den lustigen Streams. Hashtag VCMiau. Zu Frage 1 und 2. Die Getriebe halten deutlich mehr aus als die in einem Straßenfahrzeug. Mit der rechten Schaltwippe am Lenkrad wird hoch und mit der linken Schaltwippe heruntergeschaltet. Beim Betätigen der Schaltwippe schaltet das Steuergerät die Zündung aus, die Kupplung wird elektronisch betätigt und wechselt das Überersetzungsverhältnis. So ein Schaltvorgang dauert bis zu 15.000 Sekunden bzw. 15 Millisekunden. Das ist etwa 3-mal langsamer als die durchschnittliche Reaktionszeit eines Monitors im PC-Bereich. Zu Frage 3. Ich kann mir Haas wieder ganz gut vorstellen, denn es gab das Gerücht, dass sie ihre Reifenprobleme wieder in den Griff bekommen haben und mehr Abtrieb am Boliden installieren wollen. Frage 3 kommt von der Michi Michi. Hashtag frag Mike. Wie lange wäre Vettel bei Red Bull geblieben, wenn er nicht selbstständig gegangen wäre? Vettel hatte 2014 mit Ricardo einen neuen Teamkollegen bekommen, der ihn sofort in der ersten Saison nach Punkten besiegt hat. Er konnte auch keinen einzigen Sieg einfahren. Ich bin mir sicher, dass alles, so wie es bisher verlaufen ist, auch so weitergegangen wäre. Das bedeutet 2014 Abschied von Red Bull und 2015 Start bei Ferrari. Vettel hatte Zweifel, aber Michael Schumachers Managerin Sabine Kehm überzeugte ihn, als sie ihm von Ferrari erzählte, woraufhin er dann zusagte. Frage 4 kommt von Philipp. Hashtag frag Mike, warum sind Singapur und Bahrain Nachtrennen? Der Hauptgrund, weshalb Singapur ein Nachtrennen abhält, ist der, dass in Großbritannien zur Mittagszeit ein asiatisches Rennen übertragen werden konnte. In Bahrain ist es etwas anderes. Dort wurde angesichts der 10. Austragung ein Nachtrennen veranstaltet, woraufhin die anderen Rennen auch alle unter Flutlicht stattfinden sollten. Wir erinnern uns ja noch alle an das Mercedes-Battle von Sakhir im Jahre 2014. Einfach unglaublich, was Rosberg und Hamilton dort gezeigt haben. Frage 5 kommt von Dennis Reich. Hashtag frag Mike, wird es in Zukunft 9 oder 10 Getriebe in der Formel 1 geben? Was ist deine Meinung dazu? Ich gehe mal davon aus, dass die aktuellen 8 Gänge ausreichen und von daher auch bleiben werden. Das heißt, keine 9 oder sogar 10 Gänge. Frage 6 kommt von Matthias Müller. Hashtag frag Mike, wenn Racing Point von Aston Martin übernommen wird, verliert dann Red Bull sie als Sponsor? Gestern wurde bekannt, dass Lawrence Stroll Aston Martin für 16,7% übernimmt. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Partnerschaft zwischen Aston Martin und Red Bull Racing nach 2020 beendet ist. Genauere Infos bekommt ihr morgen in einer Newsfolge. Frage 7 kommt von DrecksdeppenHD. Hashtag frag Mike, wieso ist die lange Gerade in Suzuka, also die vor 130R, eigentlich keine DRS-Zone? Das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Als die Formel 1 2018 in Japan zu Gast war, forderten die Piloten sogar eine DRS-Zone durch 130R, was der damalige Rennleiter Charlie Whiting ablehnte. Als Grund nannte er den Großbritannien-Vorfall. Racing Point-Pilot Sergio Perez konnte die damalige Entscheidung des Rennleiters nicht nachvollziehen, denn 2011, als das DRS im Qualifying überall benutzt werden durfte, sind sie ohne Probleme mit offenem Flügel durch 130R gefahren. Frage 8 kommt von Loserboy. Hashtag frag Mike, wenn Australien ausfällt, wann findet dann das erste Rennen statt? Machst coole Videos und weiter so. Dankeschön fürs Kompliment. Sollte der Australien Grand Prix ausfallen, was aktuell laut den Veranstaltern nicht der Fall ist, gibt es keinen Ersatztermin, sondern der erste Grand Prix wäre das Wochenende 20. bis 22. März, also die darauffolgende Woche, nämlich mit dem Bahrain Grand Prix. Die Saison 2020 startet nämlich mit einem Doubleheader, also 2 aufeinander folgende Rennwochenenden. Frage 9 kommt von Lasgu Gaming. Hashtag frag Mike, was ist eigentlich an Zweitaktmotoren anders als an den jetzigen Motoren?
Ein normaler Otto-Verbrennungsmotor besitzt 4 Arbeitsschritte, also Ansaugen, Verdichten, Verbrennen und Ausstoßen. Bei einem Zweitaktmotor wird das Ansaugen und das Verdichten in ein und demselben Arbeitsschritt verrichtet, er braucht also nur halb so viele Arbeitsschritte. Dann folgt der zweite Arbeitsschritt, das Zünden des Benzin-Luftgemisches. Der Kolben wandert wieder nach oben und es kommt zur Vorverdichtung. Der Ladungswechsel braucht nur einen Schritt. Das bedeutet, dass er nicht nur deutlich effizienter als der jetzige Motor ist, sondern holt auch sozusagen dieselbe Leistung aus halb so viel Hubraum heraus. Leider hat der Zweitaktmotor aber auch Nachteile. Eines davon wäre der Ladungswechsel und das andere Öl im Brennraum, der nicht zum Verbrennen, sondern eher zur Schmierung gedacht ist. Dadurch kann es zu einem höheren Benzinverbrauch kommen, da Öl das Gemisch verunreinigt, schlecht verbrennt und beim Kraftstofftanken wieder beigemischt werden muss. Außerdem kommt es zu dreckigeren Abgasen. Und damit zur letzten Frage. Frage 10 kommt von Armin auf Achse. Hashtag fragt Mike, wäre es möglich, den Macau Grand Prix in den Rennkalender aufzunehmen? Und welcher Fiat-Grad hat dieser? Das bezweifle ich, dass die Fiat den Kurs mit in den Kalender aufnimmt, da einige Stellen extrem eng sind und Überholen mit den 2 Meter breiten Boliden so gut wie unmöglich wäre. Die Formel 3 und auch die GT-Fahrzeuge fahren ja einmal pro Jahr dort. Den Sicherheitsgrad habe ich nicht gefunden. Wenn einer von euch ihn weiß, schreibt ihn bitte in die Kommentare. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag FragMike nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.